ist es mal etwas ganz Besonderes. Der dritte Gesundheitstalk in einer völlig neuen Location. Ungewohnt, aber nicht ohne Grund. Könnte ich ja jetzt sagen. Das ist hier so die Denkfabrik, also wo man geistige Nahrung zu sich nimmt. Aber in etwa ist es schon so. Zumindest abgelagert. Eine ganze Menge. Das ist meine Bibliothek. Im Ausschnitt sehen wir einen kleinen Teil davon. An diesem Platz werden Schlachten geschlagen. Im Schach. Auch geistige Betätigung. Ja, da komme ich vielleicht später noch drauf. Ich muss erstmal erklären, warum heute hier. Warum heute solo. Und keine Schaltung. Bemüht hatte ich mich mit etlichen Leuten, wollte ich eine Menge Gespräch eben über die Gesundheit führen. Sinnvoll für uns alle. Okay. Den ersten, an den ich dachte, und habe immer an ihn gedacht, das ist ja der Apotheker Volker Kain, dort unten aus dem schönen Mölltal. Aber man bat mich, doch davon Abstand zu nehmen, ihn zu bedrängen. Ich bedrängte ihn schon, aber ihn wirklich zu bedrängen und zu sagen, komm Volker. Aber Volker mag nicht. Nicht, dass er fremdelt oder scheu ist, aber ich glaube auch nicht, dass er fürchtet, dass mit meiner spitzen Zunge irgendeine Richtung verletzt ist oder so. Nein, er möchte nicht im Vordergrund stehen. Seine Apotheke steht für sich. Theonia, Apothekin. In Möllbrücke. Okay, habe ich gedacht, ist nicht schlimm, aber er sollte den Bogen zwischen Schulmedizin und dem ersten Gespräch mit dem Krankenhaussektor und so weiter doch spannen. Na gut, denke ich, dann nimmst du doch mal so die Homöopathin, mit der du doch durch Zufall dort unten im Spital auch Kontakt hattest. Okay, und Allgemeinmedizinerin ist sie auch. Eine Frau, Dr. Elisabeth Winkler-Lackner. Okay, Doppelnamen sind nicht meine Spezialität, aber sie ist ja eine ganz nette. Psychotherapie hat sie auch noch auf ihrer Visitenkarte stehen. Naja, seit ungefähr 3 Wochen, ja, habe ich sie eingeladen. Heute habe ich mal gedacht, frag sie mal, ob sie präpariert ist über Skype. Okay, wir sind ein bisschen früher. Aber wenn sie jetzt anrufen sollte, ruft sie auch zu spät an. Also, okay. Ist nicht weiter tragisch. Werde ich nicht wieder einladen. Kein Problem. Parallel hatte ich ja schon mir gedacht, ein gutes Thema ist ja auch Doping. Doping. Klar, wen? Also, den Professor Dr. Werner Franke. Das ist doch die Kapazität. Da können wir doch mal zum Doping. Weil doch in der vorigen Sendung des 5. Kärntner Saftladen, da hatte ich doch den Politiker Gabriel Obernosterer und er tat das so im Sportausschuss sitzen in Österreich so leicht ab, na, dass sie so wohl genug gegen Doping tun. Ich glaube, sie tun nichts und nicht genug gegen Doping, weil wir permanent und immer und überall wieder verarscht werden. Ja? Selbst gestern war doch da irgendwie da so ein Gerichtsurteil, oder ist es vorgestern schon wieder, ist egal, gegen einen mit diesem edlen Namen Schumacher, der arme Kerl, muss diesen großen Namen des Sports noch in den Dreck ziehen, aber dieser Radfahrer, der ist ja eigentlich schuldig bekennender Dopingsünder, aber sein Arbeitgeber hat er angeblich nicht damit betrogen. Interessant. Aber die Massen Menschen, die ihm zugejubelt haben, die hat er doch betrogen, oder? Und dem Arbeitgeber dann nicht? Was ein Gerichtsurteil. Okay, wir sind im Gesundheitstalk, wir wollen uns nicht aufregen, denn Aufregung und Ärger verursacht auch Krankheiten. Also gut, den guten Herrn Franke hätte ich gern gehabt. Okay, hat ihn eingeladen. Das war natürlich viel zu kurzfristig, die Idee. Sehe ich ja ein. Hab mit ihm heute Morgen telefoniert. Sehr nett, er war direkt am Telefon. Der Mann ist, glaube ich, 72 Jahre. Wir müssen ihn mir auch zugute halten. Der turnt jetzt gerade zwischen Heidelberg und Berlin umher und richtet da sein neues Arsenal, sein Archiv ein mit all den Sündern dieser Welt. Im Januar, Mitte Januar, hat er gebeten, dass ich ihn erst dann zur nächsten Sendung, wenn das Thema mich dann noch interessiert, einladen sollte. Er wollte sich mal wieder Forschungsaufgaben widmen. Alles klar, Verständnis.
brauchen wir ihn nicht abwatschen. Hätte ich sonst getan. Wenn ich ihn nicht erreicht hätte, hätte ich mich über seine lieber Werner, also die Ausmaße, die man manchmal so sieht in manchen Fernsehbildern, lassen auch nicht gerade darauf schließen, dass die gesündeste Ernährung durch den Körper dieses Herrn Professor geht. Obwohl er ja am Institut, wie heißt es noch, Deutsches Krebsforschungsinstitut, da ist er ja in der Arbeitsgruppe Zellbiologie, der führende Mann, nicht? Also er müsste ja eigentlich wissen, was er so zu sich nimmt, aber das ist auch schon ein ganz schöner Körper, der so nicht geplant war, also tut mir leid. Okay, kann man vielleicht im Januar mal drüber reden, wie man dazu kommt, mit so viel Geist und das doch zu ignorieren, die Fakten. Nun gut, da dachte ich, so als letzte Aktion heute Morgen, Mensch, der Daniel Bahr, der jetzt die letzten Tage da in Berlin vielleicht noch absitzt, als Gesundheitsminister, der müsste doch eigentlich Zeit haben. Rufe an, auf seiner Seite, irgendwo lande ich in Münster. Naja, gleich bei der FDP, Zentrale des Kreises dort, okay, nette Frau am Telefon. Ich schilderte meine Idee und sie fand die Idee toll und ich finde die Idee nach wie vor toll, auch wenn er jetzt nicht da ist oder nicht geschaltet ist. Aber ich wollte eigentlich als Aufhänger, wer, wenn nicht die FDP, hätte es ja nötig, sich mal in ein Licht zu stellen und zu präsentieren. Ne? Und dann hätte er ja als Gesundheitsminister so richtig schön mal vom Leder ziehen können, dachte ich, was wirklich krank ist in diesem System, dem er ja nur die letzten Jahre schon mal vorstand. Nicht? Okay, also war schwierig, sie meinte, ganz schwierig, aber unser Kreisvorsitzender, der hat wohl seine Kontaktdaten und so weiter und dem wollte sie das mal schildern. Halbe Stunde später rief der Kerl an. Behrens war, glaube ich, sein Name. Behrens, wenn ich was Falsches sage, sorry, aber ich glaube, er hieß Behrens. Natürlich ein junger Mann, lieb und nett. Schilderte, dass ich dafür Verständnis haben müsste, dass dieser gute Mann natürlich auch jetzt noch Minister ist und natürlich so kurzfristig funktioniert das natürlich nicht, ist ja klar. Okay, naja, die eine oder andere spitze Bemerkung von mir konnte ich nicht verkneifen. Und da dachte der denn, dass er sich da als großer, wie soll ich denn sagen, Vorkämpfer oder Kämpfer für, oder vielleicht hat er die Hoffnung, dass er irgendwann mal dann in 4 Jahren wieder ein Steigbügelhalter für den guten Bahr ist oder was, weil ich fragte, was macht er denn und so weiter. Danach wüsste er ja noch nicht und so sagte ich dann, naja, der fällt ja weich, die haben ja doch ein kräftiges Übergangsgeld und so weiter. Da fing er an von Neiddebatte. Da sage ich, Moment, kommen Sie mal runter, Sie kennen mich ja gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, dass ich das Fremdwort Neid in einem Körper, den ich mit mir rumtrage, überhaupt nicht kenne. Neid, das gibt's nicht, das gibt's nur bei Kleinbürgern. Ja? Und dann habe ich dem so richtig schön ein paar Brocken hingeworfen, was ich für ein Unternehmer war, dass ich meinen Mitarbeitern und so weiter zum Wohle dieser Mitarbeiter immer mehr gegeben habe, als sie jemals gefordert haben. Also das nur mal so am Rande. Und dann musste ich diesem jungen Mann eben abwatschen, dass es Neid, dieses Wort nicht gibt. Das ist in der großen Gesellschaft. Und wenn man Fakten benennt, in dieser Gesellschaft, was krank ist, dann sind es ja wohl ohne Zweifel die Budgetkosten, nicht? Und das Gesundheitsministerium hat ja 15, 16 Milliarden immerhin im Jahr 2012, 2013 ist ja nicht anders, verbraten, nicht? Also mit solchen Zahlen, das sind ja nicht einfach Neiddebatten, sondern das sind ja Fakten, nicht? Okay, und wenn man dann weiß, dass diese Leute 63.000 Euro Übergangsgeld zu beziehen haben, zu beanspruchen haben und im Monat noch so 8.252 Euro Abgeordnetendiät als Übergangsgeld auch noch gezahlt werden, ist ja toll, oder? Da kann ich doch auch ein paar Monate vielleicht mal auf Jobsuche sein. Okay, macht ja nichts. Ist nicht schlimm, wenn man seine eigene kleine, Schnapsrente kennt, nicht? Schnapsrente kennt. Okay, also war auch nicht schlimm. Kurioserweise hat man den schon in der Süddeutschen am 24. September durch Zufall hat man, Entschuldigung, aber so eine Art Geschlechtsumwandlung vollzogen, denn der ist da unter SPD eingetragen als sogenannten Listenplatzempfänger. Und aber das ist eine Ulrike Renate Martina Bahr. Ulrike Renate Martina Bahr.
Lehrerin steht dahinter. Allerdings mit EH, okay. Aber bei Bayern SPD ist das Bildchen vom guten Daniel. Ja, super, Süddeutsche. Hat wohl auch noch keiner korrigiert. Zumindest habe ich es nirgendwo jemals gesehen. Hat auch wohl keiner Anstoß genommen. Aber da ist ein nettes Bild. Und der SPD, zukünftig für die SPD aus Bayern, als Ulrike Renate Martina Bahr. Ich weiß nicht, ob die verwandt oder irgendwas ist. Wird doch nicht seine Frau sein. Nee, er ist doch erst, ich habe doch gesehen, er hat am 4. September. November wieder 37, also 76. Nein, das kann nicht seine Frau sein. Okay, also das ist der gute Herr Bahr. Wir können ja schon mal auf sein Wohl trinken. Ich habe ja hier meinen Edeltrink. Der ist heute in der Mischung Karotte, Gurke und Sellerie, hat meine Frau dazu getan. Also Wohlsein erstmal auf alle, die heute zuschauen. Oh, das ist ja, wieder ein leckeres Geschmack. Getränk. Ich stelle es mal weit weg, denn es ist schon ein bisschen eng hier auf dem Schachtischchen. Erkennen Sie hier die weißen Figuren, mit denen bin ich am besten. Also wenn ich weiß, also ziehen darf als erster. Hui, 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 hui. Gnade dem Gegner Gott. Okay, also soweit zu den Eingeladenen und leider nicht Anwesenden. Ist nicht weiter tragisch. So kommen wir dann wenigstens mit scharfer Zunge zu dem Thema. Gesundheit. Normalerweise hätte ich jetzt ja heute an diesem Mittwochabend dort unten 400 Meter Luftlinie Fußballtraining. Habe ich ja schon mal ein Buch geschrieben, ne? Beratungsresistenter Fußball. Da geht es aber nicht um den Platz, den wir da unten haben. Das ist dieser verdammte Teppichboden, auf dem wir da spielen. Also der Kunstrasen, der ist gar nicht gesund. Und meine Gesprächspartner aus den ersten beiden Runden, die hatten ja auch schon entsprechend gesagt, Junge, damit machst du dir keinen Gefallen und davon wirst du nicht älter, wenn du das weiterhin eben betreibst. Okay, tut mir leid natürlich, die Jungs, aber mein Rücken ist seit 5 Wochen in einem Zustand, dass ich sagen muss, keine Freude, richtig bewegen kann ich mich nicht, ja. Und das ist einfach schade. Ich wäre so gern bei den Kerlen da unten. Nun natürlich nicht heute, aber zum Beispiel nächsten Mittwoch oder wann immer. Aber das ist nicht sinnvoll. In die Natur sollte man gehen und frische Luft schnappen, in jedem Fall. Aber Fußball als so ein alter Knochen wie ich ist vielleicht nicht der Idealfall. Nicht? Also muss man schauen, je nach Befindlichkeiten. Aber Befindlichkeiten, das wäre es ja hier. Ne? Beratungsresistenter Fußball. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, irgendwo... Da geht es darum, dass ich all die Vereine angesprochen habe, die mir am Herzen liegen. Besonders natürlich die Geschichte von Bayern München. Schon vor Jahren, wo ich noch zu Zeiten von Klinsmann, wo die da Revolution machten, dachte ich, das Ideal. Ist ja gar nicht bis zum Klinsmann durchgedrungen. Abgeblockt von den Fleischfressern davor, ja. Diese aufgeschwemmte Fressnudel davor und der Müller Wohlfahrt und so weiter, diese Leute mit ihren Leben, Lifestyle-Pillen, ne? Da macht man Leute fit mit. Das wäre was für Sehnen, Bänder, Muskeln, Dynamik, Vitalität. Das wäre das, was ich diesen Leuten empfohlen habe. Okay, irgendwann wird es wohl soweit sein, dass das auch mal bis zu den Spitzenfußballern durchdringt. Der eine oder andere kleine Amateurverein oder ein bisschen untergesiedelt, der hat es schon begriffen, da kommen wir schon mal zusammen und denen darf man schon mal den einen oder anderen Ratschlag erteilen, nicht? Aber es ist schade, dass die großen Freunde ignorieren, obwohl sie ja nun inzwischen dann so eine Ernährungsexpertin eingestellt haben, nicht? Aber die kommt vom DFB, die weiß auch noch was vom Kochen. Alles, jeder, der kocht, verkocht. Also, hat nichts mit Gesundheit zu tun. Aber immerhin beratungsresistenter Fußball, das ist es, der Bogen zu meinen lieben Fußballern da unten in Kirchhundem nicht. Okay, da ist schon das andere, das gleiche, beratungsresistentes Krankensystem. Das ist das interessanteste Buch natürlich. Das hat ja in Österreich sogar die Staatsbibliothek interessiert. Deutschland wird sich vielleicht ja auch mal drum kümmern, es sind ja einige hunderte Kliniken da aufgeführt. Nicht abgewatscht, aber eigentlich nur aufgezeigt, dass niemand Interesse daran hat. Niemand Interesse daran hat, Patienten, also deren Kunden, glücklich und gesund zu machen. Aber das könnte ich empfehlen. Dieses Büchlein, das ist ein Schinken. Okay, es ist Wiederholung natürlich, immer wieder Wiederholung. Aber es ist eben die,
Dynamik da drin, dass jeder es wert ist, abgewatscht zu werden. Meistens sind es ja dann auch noch Professoren, die antworten. Und da muss man sich nur mal wundern, wie die ihre Professur und ihren Doktortitel und sowas bekommen haben, mit welchem Deutsch. Also, aber das wird ja wahrscheinlich, hat man als Fach abgelegt, nicht? Also, okay. Ja, was man alles ablegt, nicht? Hola. Ja, was man ablegt. Ich habe hier mir eine ganze Menge mitgenommen. Aber ich muss, bevor ich auf Gesundheit komme und ein paar Vorschläge mache, wie wir uns gesund ernähren, muss ich nochmal so die Kurve auf dieses Thema Neiddebatte und so weiter. Das entsteht da in kleinen Hirnen, nicht? Und in kleinen Hirnen, ja, häufig wahrscheinlich sogar noch Fleischfresser, nehme ich doch mal an. Aggressive Menschen sind Fleischfresser. Vegetarier sind keine aggressiven Menschen. Also normalerweise, in der Regel. Nicht in der Regel trugen Germanen rote Bärte oder sowas. Nein. Fleischfresser sind alleine durch die ganze Prozedur, die armen Tierchen dort durchmachen müssen, sind aggressive Menschen, weil die natürlich dieses Adrenalin in dem Fleisch, in dem Aas, zu sich nehmen. Okay, jetzt haben wir zur Verblüffung vielleicht einiger Menschen hier diese dicke, fette Bertha. Ich weiß nicht, haben wir sie dicke, faule Bertha genannt, nicht sogar? Die ist gestern per Eilpost aus Koltnitz vom Badstübel der Familie Dulnig mir zugeschickt worden, weil ich darum gebeten hatte. Warum? Es hat natürlich einen Grund. Dieses kleine, fette Schweinchen, als Schwein ist es ja nett, aber wenn ein Mensch so aussieht, dann mag ich ihn nicht. Aber okay, wir sind jetzt noch erstmal bei diesen Figürchen. Und da war ja Geld drin. Okay, ich habe gesagt, Leute, nehmt euch das raus für den Transport. Haben sie getan. Die Summe Geldes sage ich nicht. Ich werde sie zu Weihnachten selbstverständlich noch aufgefüllt mit der Summe aus dem Gasthaus hier für eine ganz bestimmte Idee realisieren. Aber dieses Schweinchen wollte ich doch haben, um einen menschlichen Schwein. Es ist eigentlich gar nicht wert, dass er erwähnt wird. Er ist ein Niemand, er ist ein gar keiner. Aber er hat einen Körper, sorry, liebes Schweinchen, wie ein Schwein. Er frisst wahrscheinlich auch wie ein Schwein. Er hat auch ein Benehmen wie ein Schwein. Dieses Wesen, ich nenne ihn mit dem Namen. Er könnte sich von mir aus dagegen wehren, was ich jetzt mache. Aber er ist ein Verleumdner, ein Lügner, ein ganz böser Mensch. Der wohnt in Kolbnitz, da unten in Österreich. Der ging hausieren mit einer Formulierung zu Bekannten von mir. Jetzt muss ich mich direkt aufregen, muss die Brille aufsetzen und die Schweinchen mal kurz weglegen, sonst fällt die mir noch aus der Hand vor Erregung, weil mich das dermaßen verletzt hat. Ich meinte es gut mit der Gemeinde und hatte euphorisch geschrieben, wie ich meine Idee für Weihnachten plante, mit allen bisher Anwesenden, in allen Talkrunden und so weiter, wollte ich ganz gerne einen super 12.12. Dort unten machen und dann das Sparschwein nicht schlachten. Um Gottes Willen, wir schlachten ja keine Schweine, nicht? Aber wir hätten es ja gelehrt und wir wollten einen tollen dann Gesundheitstalk und was weiß ich alles gemacht haben. Das habe ich so geschrieben und geschildert. Und da bremst mich der, dem ich das geschrieben hatte, und hat gesagt, Vorsicht, Junge, Roman, es gibt auch Leute, die dieses und jene verbreiten. Und was verbreitet denn nun dieser jemand, dass ich mit dem Schweinchen wohl über alle Berge bin und wo ich wohl wäre und also mit, im Grunde ja meinem Schwein, also mit meinem Inhalt, durchgebrannt wäre und das wäre ja wohl unter aller Sau mehr oder weniger. So ähnlich hat er sich ausgelassen. Jetzt habe ich gebohrt und gesagt, das musst du mir sagen, wer war dieser? Da hat er rumgedruckst und da habe ich gesagt, Junge, wenn meine Freundschaft dir weniger wert ist als die Wahrheit und diesen anderen, diesen Deppen, den schützt du. Du weißt genau, dass das Schweinchen im Badstübel steht und dass da jeder auf den Tresen hätte einzahlen sollen in der Zwischenzeit, denn Phrasen werden gedroschen ohne Ende, jeden Tag, überall. Ja? So, naja, das hat dann 3 Tage gedauert, bis ich dem Freund klar machte, Junge, sag mir, wer der Mann ist. Dann kam er damit raus. Franz Berger heißt der Mann. Sieht auch so aus wie ein Schwein. So ein Kerl. Heuchlerisch, lächelnd, hat er mir sogar mal, als ich dort auf dem Parkplatz war, zugerufen. Hat einen netten Hund sogar, aber der Hund ist netter wahrscheinlich als er, vom Charakter her. Ja. Der verbreitet so etwas, dass ich mit dem Schweinchen durchgebraten wäre. Erstens ist es meins, zweitens stand das Schweinchen dort. Was haben Menschen? Und deshalb gehört das in dieses
in dieses Thema rein, Gesundheit, geistige Gesundheit, Neid. Was haben Menschen für eine merkwürdige Art, miteinander umzugehen? Ist es nicht furchtbar? Kann man nicht mit Freude an irgendetwas teilhaben? Muss man dem anderen immer irgendwie was neiden, egal, weil der eben was anderes macht als der Normale, vielleicht besser ist als der andere, aber muss man immer dann was niedermachen, immer das Negative sehen? Kann man nicht auch mit Freude irgendetwas begleiten und im Gegenteil positiv dazu beitragen? Nee, da musste gestänkert und geschürt werden, der ist ja abgehauen. Dabei sind wir aus Kolbnitz gezogen, weil wir keine Lust mehr auf Kolbnitz hatten, weil es andere Voraussetzungen in diesem Fleckchen hier gibt, bessere, günstigere für uns zum Leben. Und damit sind wir sehr zufrieden. Deshalb habe ich aber mit den Menschen eigentlich doch da unten nicht gebrochen, sondern im Gegenteil. Ich habe doch mit jeder Sendung gezeigt, was ich für diese Ecke noch empfinde und habe versucht zu zeigen, wie man miteinander umgeht und auskommen kann. Und das tun wir hier auch wieder. Und das Großartige ist, wie man miteinander umgehen kann. Ich habe hier mir diesen kleinen Blumentopf. Das ist ein kleiner Blumentopf. Warum ist er so klein und nett? Diesen Topf habe ich vor über 25 Jahren in Portugal mal gekauft, weil ich ihn so nett fand. Und den habe ich rumgetragen. Der ist unverletzt. Und wir haben hier Nachbarn, so liebe Nachbarn, dass der mir permanent neue Pflanzen in diesen kleinen Topf tut, weil er das so schön findet, dass ich seine Pflanzen so schön finde. Man kann auch miteinander freundlich. Nachbar links, Nachbar rechts, über uns wunderbare Verhältnisse. Natürlich, sagt meine Frau, was erwähnst du überhaupt in Franz Berger? Sie hat ja recht. Franz Berger ist überall, der Name ist gar keiner. Franz Berger ist auch links und rechts und über uns und überall ist irgendwo ein Franz Berger. In der ganzen Welt. Aber wenn wir diese Franz Bergers alle beim Namen nennen und sagen, du bist ein Lügner, du bist ein Schwindler, du bist ein Schwätzer, mach erstmal was, bring mal was auf die Beine. So wie zum Beispiel der Roman. Wenn wir die alle mal runterholen, diese Leute, die den anderen diffamieren und hinterm Rücken, dann würden wir vielleicht zur allgemeinen Volksgesundheit, zum anderen Klima beitragen. Denn die Menschen sind ja alle krank. Die sind ja durch und durch krank. Neid und in Fantasien geschürt durch Fernsehprogramme. Nicht durch dieses Alternativfernsehprogramm, was ich jetzt hier mache. Aber RTL 1, 2, 3 und Super und wie sie alle heißen, diese Mischpokensender. Da kommen dann junge Leute mit Ideen, Business-Ideen und breiten mir das aus. Geistige Gesundheit. Wir sind bei dem Thema. Ich bin nicht weg vom Thema. Geistige Gesundheit. Da fragt man sich, was lernen die heute auf der Schule? Was die für Konzepte entwickelten, um morgen schnell reich zu werden. Ich will das jetzt nicht ausbreiten, weil ich diesen jungen Mann, der sich bemühte, in Anführungsstrichen, eine rotzfreche Idee eigentlich, ja, einen Doofen noch mehr in die Tasche greifen wollen und dachte, dass der noch doofere damit erfolgreich sein kann. Das ist unsere Gesellschaft. Also, furchtbar. Darum, versuchen wir das mal runterzubeamen. Sind wir lieber nett zu unseren Nachbarn? Sind wir positiv eingestimmt? Und nehmen Dinge auch mal so hin und sagen, das ist doch mal klasse. Warum immer nur negativ? Ich würde gerne nur Positives reden. Schwierig natürlich, ganz schwierig, wenn man vor dem Hintergrund solcher Leute mit Füßen getreten wird, wo man mit Herzblut dort unten, selbst von hier oben, angetreten ist, um dort was auf die Beine zu stellen. Und diesen Leuten dort unten in ihrem kleinen, armseligen Mölltal, wie das ganze Ding sich da nennt, behilflich sein. Da sind sie ja überheblich genug zu sagen, wir brauchen keine Hilfe. Aber ich habe durch Zufall einen kleinen Stick, so Videofilme zusammengetragen von 1989, von meinem Redakteur Rudi Berchtaler, heißt der gute Mann, ja. Es funktionierte erst nicht und vor 2 Tagen funktioniert es. Und da sehe ich Bilder von Kolbnitz und Umgebung. Wunderschön. Alte Aufnahmen. Sieht genauso aus wie damals, als wir dort lebten. Und das ist 1989. Also diese Zeitspanne. Genau, es hat sich nichts verändert dort. Also ein bisschen schon, man erkennt es ja an den Farben und an den Menschen, wie an der Garderobe und so weiter. Aber das ist genau unser Kolbnitz. Viel weiter sind sie nicht und in 20 Jahren wird es auch nicht viel weiter sein. Warum? Weil es alles reduziert ist. Weil Nachbarn
missgünstig die nächsten Nachbarn verdrängen und der nächste und weiß der Teufel was, weil der eine dem anderen nicht grün ist. Das ist vielleicht auch Ursache, warum dann das Abwandern aus solchen Regionen plötzlich Usus wird. Ich trinke jetzt mal, um das Kapitel abzuschließen. Denn wie gesagt, Franz Berger ist überall. Ja, der braucht sich nichts einbilden. Ich hoffe, wenn er durch den Ort geht, dass jeder mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, das ist ein Lügner, das ist ein Schwätzer. Prost, Franz! So, das war das Kapitel. Also, das Thema ist ja abgehakt, aber bei der geistigen Gesundheit sind wir natürlich Informationen, wir sind ja überfüttert mit Informationen jeden Tag. Schlimm ist natürlich, mein Rudi, der Redakteur, der bombardiert auch Gott und die Welt mit Informationen und durch Zufall gerät dann natürlich auch an Leute, die es gerne wollen, Informationen, die können aber damit gar nichts anfangen. Die sind überladen, die sind einfach, dann wissen die ja gar nicht mehr, wo sie links und rechts anfangen sollen. Was sollen sie machen? Ja, denn wenn man sich nicht auskennt und sitzt plötzlich vor einem Berg von Informationen, dann wird man vielleicht leicht panisch. Und so hatte ich die Gelegenheit, ganz aktuell mit jemandem zu korrespondieren, der ganz gerne Gesundheit jetzt zu sich nehmen will. Und dieser Person konnte ich zu einem Champion Juicer, ich muss dieses Wort ja wieder wählen, denn ist ja das einzige Gerät, um das es die Basis, um das es sich dreht, und alle anderen sind auf Deutsch gesagt nicht zu gebrauchen, und wenn sie noch so toll sind und im Design sind, sie sind nicht in der Funktionstüchtigkeit wie dieser Champion Juicer, und das lasse ich mir auch nicht ausreden, bei keinem Werbebudget der Welt, obwohl diese Leute in Amerika, ich habe es gestern und vorgestern erst in einem Telefonat, aber das gehört eigentlich nicht hier rein, sondern das ist Gesundheit für China. Okay, aber das ist vielleicht im Kärntner Saftladen morgen, wenn ich dran bin, komme ich darauf zurück. Aber die Amerikaner, das ist der Hit. Kann ich noch den Bogen kurz schließen zum Franke, zum guten Franke, dem Dopingmann, dem Amerikaner, dem Verkaufsleiter von Champion User, habe ich gestern die Frage gestellt und habe sie dann selbst beantwortet. Ich habe gesagt, ich muss ja nicht fragen, dass Sie heute Abend wahrscheinlich Rindfleisch essen, oder? Und da hat er das bejaht. Ja, jemand, der einen Champion Juicer in der Welt vertreibt, also seine Welt ist nur Amerika, der liefert gar nicht raus. Du bist, wenn du mit diesen Leuten arbeiten willst, für China, dann musst du das alles von Amerika selber organisieren. Ich frage, wie gut, dass wir dort in Amerika eine Firma haben. Aber ich wollte nur damit sagen, dieser Mann, der mit einem gesunden Produkt arbeitet, der wird die gleichen Ausmaße haben wie die 65% oder 66% der Amerikaner. Und da muss ich überhaupt was sagen zu den Amerikanern. Kam, was heute, glaube ich, aus dem Weißen Haus, kriege ich ja immer Newsletter, und dort kann man tatsächlich, weil bisher ja idiotische Informationen zu der Gesundheitsreform da drüben laufen, und alle haben ja Sturm und dies und das, für $50, hätte ich mich jetzt tiefer informieren können, aber für $50 kann man sich pro Kopf im Monat krankenversichern dort drüben, unter anderem. Ja, nicht ich, sondern wer auch immer da reinfällt. Aber wenn du die Wochen, ja Monate davor, diesen Krieg gegen Obamacare, der Senatoren und Gouverneure, die meistens natürlich immer vom anderen Lager waren, wenn ich diese Dinge, habe ich zum Teil gesammelt und die landen dann ja auch irgendwann mal in einem Büchlein, aber diese Hetzkampagne dieser Leute, wo sie dann Beispiele brachten, dass Unternehmer ihre Mitarbeiter entlassen müssten oder befürchteten, entlassen zu müssen, weil sie nun Anteile an dieser Krankenversicherung zu zahlen haben. Ne? Also ein Schwachsinn. Wenn das alle zahlen müssen, dann muss ja doch die Position, muss ja weiterlaufen. Das Geld dreht sich doch wieder. Das ist doch eine, das ist die gleiche Geschichte wie hier bei uns mit diesen Mindestlohngeschichten, dass man deshalb Leute entlässt. Wenn alle das Gleiche, wenn das aufgestockt wird, ist das Geld, das fließt doch wieder in den Kreislauf. Aber das gehört nicht hierher. Ich wollte nur sagen, Gesundheit kann man in Amerika als Amerikaner je nach Voraussetzung auch für $50 im Monat haben. Also in große Panik braucht man da gar nicht verfallen da drüben. Nicht? Also, wie gesagt, der rindfleischessende Vertreiber des Champion Juicers, nicht? Dramatisch. Okay, aber diese gesundheitsbewusste junge Frau aus Graz, die wollte nun gerne sich informieren, aber wie gesagt, totgeworfen
aus allen Richtungen mit Informationen, dann kann man natürlich auch wenig geradlinigen Standpunkt vertreten. Und dann ist das Umfeld dieser Leute ja oft auch natürlich kritisch. Und dann haben die Fragezeichen, nicht? Aber ich konnte mit ein paar ehrlich gemeinten Hinweisen auch zu diesem Du bist, was du isst Beitrag, das Büchlein gibt es ja dazu auch im gleichen Wortlaut, sie auf eine Spur bringen, um ihr zu sagen, nicht Besessenheit, aber geradlinig besessen, einer Idee mit Disziplin folgend. Und dann kann man sich immer noch über dieses und jenes zunächst einmal nur gesund ernähren. Und das fängt an mit den richtigen Säften. Und da gibt es nichts anderes. Und da brauchen wir gar nicht über Krankheiten reden, wie überall nur über Krankheiten geredet wird. Deshalb heißt es ja auch Gesundheitstalk eigentlich. Ne? Aber nochmal, du bist, was du isst. Das Tolle ist ja, der Beitrag ist ja inzwischen einige tausend Male angeklickt. Von selber kommen die Leute da nicht drauf. Das sind alles im Grunde von mir Hinweise. Also da sieht man, dass ich doch einigermaßen fleißig war. So, und diese Leute, die das dann auch mal tatsächlich bis zu Ende gesehen haben, weiß nicht, viele wohl nicht, vielleicht auch nicht alle, aber es gibt ja noch hinter den Kulissen, habe ich ja den gleichen Beitrag nochmal, mit so 3 bis 4 Minuten nochmal Anhang. Das wurde damals abgeschnitten, weil, ja, das war schon störend. Das war ein Mediziner, der hatte in der zweiten Reihe sitzend noch ein paar dumme Fragen. Der hatte also bewiesen, wie schwach Ärzteschaft im Allgemeinen. Und Verallgemeinungen dürfen wir nicht bringen, haben wir mal irgendwann gesagt. Aber das war ein Abbild für absolute Dummheit und Unkonzentriertheit. Und diese 3 bis 5 Minuten, die habe ich, die stehen alle im Buch wortwörtlich drin. Also das ist interessant für jeden, der mir nicht glaubt, dass Mediziner absolut null Interesse haben und noch, also mehr als Mangel an Konzentration. Ich habe den Beitrag auch. Ich kann diese DVD auch noch produzieren. Aber es lohnt ja nicht. Aber das ist auch so ein dicker, fetter, aufgeschwemmter Kerl gewesen, der sich über diese Geschichte zum Schluss eben im Grunde selbst disqualifiziert. Nicht? Aber du bist, was du isst. Das ist entscheidend. Und dann, dass der Basisbeitrag überhaupt für alles. Für alles. Wer das begreift einmal, der wird sagen, okay, klasse, Säfte. Und dann immer weniger Stärke und so weiter. Brot versuchen, Brötchen schon gar nicht. Frühstück, Frühstück. Fängt ja an mit einem gesunden Frühstück. Habe ich für meine Freunde, eigentlich ja für diesen Volker Kain, für den Apotheker, Romans gesundes Frühstück. Mit Ideen sind die da unten im Kern groß. Realisierung ist so ein Problem. Volker, entschuldige. Also habe ich gedacht, naja gut, bis ich wieder unten bin, mache ich doch mal das kleine Büchlein in Deutsch und Englisch. Roman's Healthy Breakfast, ne? Okay, für die Amerikaner. Das habe ich an viele, viele Fußballfreunde, an viele, viele Leute, die mir lieb und nett waren, geschickt. Die haben das vielleicht gar nicht realisiert. Entschuldigung, bedankt hat sich nicht einer. Ist es nicht ein Ding? Okay, wir sind fast wieder bei dieser netten Nachbarschaft und miteinander und dieser Gesellschaft, die haben das zum Teil wahrscheinlich gar nicht realisiert und haben das gleich in die Mülltonne geworfen. Aber dort sind nur so 10 Seiten, aus dem insgesamt nur 33 Seitchen. Das ist ja ein ganz kleines Büchlein, ja nur Frühstück, was man denn sonst lange über Frühstück erzählen, ne? Aber das Wichtigste am Tag, Frühstücke wie ein Kaiser, ist doch so ein altes Wort. So ist, glaube ich, auch mein Vorwort mehr oder weniger zu diesem kleinen Buch. So, und das habe ich dem einen oder anderen eben geschenkt und irgendwann werden sie es vielleicht mal auch als PDF-Datei, dann als E-Book öffnen. Ist nicht wert, aber wenn sie es lesen, ist es wertvoll. Zumindest 10 Seiten, denn es geht auch nicht nur darum, was und welche Inkredenzien ich dafür mein Frühstück nehme, sondern die Atmosphäre, die man schafft zur inneren und Atmosphäre außen. Ganz wichtig, Körper und Geist und Seele. Und wenn man zum Beispiel zu zweit ein Frühstück morgens vor dem harten Tag einnimmt und sich dann vorbereitet auf das, was über den Tag hinaus dann kommt, dann kann man mit Energie, weil man ja weiß, seine Frau oder sein Mann ist hinter einem und steht wirklich hinter einem und nimmt Anteil an dem, was heute auf mich zukommt. Das hat mir immer Kraft gegeben, das war Motivation. Das ist ja fast das Thema Doping, so wollte ich auch die Kurve kriegen zu dem guten Professor Franke. Doping ist ja für den einen ein Kuss der Lieben oder des lieben Mannes,
Verabschiedung und die lieben Kinder, das Bild vielleicht vorne im Auto auf der langen Fahrt für einen LKW-Fahrer, ne, ist auch Doping. Für die Seele, ja. So, und dies beginnt mit dem Frühstück. Und wenn man das in Harmonie macht, mit sich, dem Frühstückstisch, ein bisschen übertrieben vielleicht, wird der eine oder andere sagen, der das Büchlein Romans Gesundes Frühstück sieht, so einen Aufwand können die Leute nicht alle betreiben, meinen sie, weil sie keine Zeit haben. Es ist nur eine Frage des Zeitmanagements. Es ist nur die Frage der Organisation. Ja? Okay. Entschuldigung. Also, wie gesagt, dieses gesunde Frühstück, damit fängt der Tag an. Aber wenn man über den Tag hinaus dann, über Mittag, Salat und dieser Saft, diese Säfte, das ist es. Und je weniger von den Müllfraß, wie ich es ja gerne nenne, und ich kann nur noch mal darauf verweisen, schauen Sie dieses Du bist, was du isst an. Je weniger man davon zu sich nimmt, desto besser. Und Bücher, natürlich sind Bücher das Wichtigste für mich. Ja? Davon sollte ich irgendwann mal leben, es ist schwierig, aber ich habe mir so Schönes notiert, was alles noch an Krankheiten, okay, Mobilfunkstrahlung, kam heute noch eine Meldung, Veröffentlichung durch Zentrum der Gesundheit, mehr als 7000 Krebstote. Wir wollten ja gar nicht über Krankheiten reden, aber eine Studie in Brasilien, gibt auch tatsächlich mal Studien außerhalb USA. Wir zitieren dauernd USA, ne? Überall wundern uns über Abhörungen und so, ne? Aber zitieren dauernd USA. Na, hier habe ich mal eine Studie aus Brasilien, zwischen 96 und 2006, mehrere tausend Tote, alle in, ich glaube, Belo Horizonte. Durch die Mobilfunkmasten. Komme ich irgendwann mal drauf zurück. Wer da Nachfragen hat, soll mich mal anschreiben. Wer weniger als 500 Meter Abstand zum Mobilfunkmasten hat, hat ein erhöhtes Krebsrisiko. Das ist also nachgewiesen in einer Riesenstudie in Brasilien. Nicht? Also 7000 Tote alleine aus diesem Stadtgebiet in Belo Horizonte zwischen 96 und 2006. Nicht? Also das ist schon Wahnsinn. Und wir müllen uns voll mit diesem Handymüll und Smog und so weiter. Also vor Tagen telefonierte ich mit meinem China-Freund, der das zweite Gespräch aus dem gesunden Land. Da telefonieren wir doch oder sind wir doch über Skype verbunden mit dem Kärntner Künstler Waltagi, also Walter Steiner. Und dieser gute Bub telefonierte über 20, 30 Minuten, glaube ich, mit dem Handy und hat ein ganz heißes Ohr. Und wenn man das dann liest, kann man dann sagen, Mensch, schmeiß das Ding bloß weg und sieh zu, dass du wieder so ein Headset oder irgend sowas hast, damit du gesund mit mir telefonieren kannst, denn wir haben eine Menge zu bereden über Gesundheit. Ne? Bei 1,3 Milliarden Menschen müssen wir ja eine Menge arbeiten, damit die auch gesund werden. Nicht? Bis jetzt werden sie ja nur krank gemacht noch von Coca-Cola und von McDonald's. Nicht? Aber wir müssen Gegenpol setzen, okay. Aber was hatte ich denn noch der gesundheitsinteressierten Dame aus Graz erzählt, habe ich vom Wunder von Süsel noch mal kurz geschrieben. Das Wunder von Süsel, das ist ja diese Geschichte, wo aus einem ehemals Lungenkrebskranken ein Gesunder, ein Geheilter war, nur durch unsere Säfte und Befolgung von Weglassen, Stärke, Zucker, alles und so weiter, Einläufe, gesund, rund um die Uhr und das mit ein bisschen Besessenheit, dann konnte man sogar von der Schippe springen. Einige Jahre wenigstens. Nicht? Das Wunder von Süsel kann ich immer nur wieder empfehlen. Und die Bücher, okay, ich muss ja Werbung für mich machen. Per E-Book. Preiswert als PDF, ruckzuck hochgeladen, ohne Probleme. Jetzt hatte ich mir noch hier so nette andere Bücher über die Gesundheit. Die habe ich ja alle den Österreichern schenken dürfen. Ne? Gesundes Österreich zum Beispiel. Oder keine konkrete Krankengeschichte. Das ist auch ein nettes Büchlein, also wunderschön. Oder das politische Jahr 2012, wo diese Geschichte mit der Carbeck drin ist, diese Loser dort draußen in den Landeskrankenanstalten. Da bin ich ja überhaupt mal gespannt, wie das da ausgeht, ob wir da in diesem Leben nochmal intelligente Menschen aus der Regierung in Klagenfurt hören, die dann sagen, bitte, die anderen haben es nicht verstanden, wir würden gerne nochmal hören, was meinten Sie denn damit, wenn wir hier ein paar tausend Arbeitsplätze für Österreich schaffen? Das wollte ich doch gerne mal sehen, das würde ich auch gerne mal hören in Deutschland. Wollen wir mal schauen, wer der oder die zukünftige Gesundheitsministerin ist. Da wird ja schon die gute Frau von der Leyen gehandelt, die hatte ja schon
gefloppt als entsprechende Arbeitsministerin mit ihrer Assistentin, Frau Nolte. Nun könnte es ja sein, dass Sie im Gesundheitsressort vielleicht weniger Rückstand, also Widerstand haben. Rückstand wollte ich schon sagen. Rückstand ganz gewiss. Aber vielleicht großes Interesse, in Kliniken mal Gesundheitspunkte einzubauen. Das wäre doch was, ne? Ja, 100.000 Plätze habe ich hier Deutschland angeboten. Interessiert natürlich überhaupt nicht. Gesunde Arbeitsplätze. Ja, wer immer es auch sieht, der sollte mal nachfragen, wenn er nicht verstanden hat, um was es geht. So, und die Basis zum Verstehen ist Karottensaft. Warum? Aber ich habe mir erst noch was Gehässiges aufgeschrieben. Ich muss das nochmal loswerden. Wir hatten vorhin die dicken Schweine. Also als Schweinchen mag ich gerne. So kleines Nuckelschweinchen sieht doch immer nett aus, nicht? Ein kleiner, dicker Elefant sieht nett aus. Ein großer Elefant sieht nett aus. Ein Nilpferdchen sieht dieses Nappo oder wie gibt's das? Das ist ja Flusspferd und so weiter. Das sehen alle toll aus, wenn sie denn so laufen, nicht? Wir haben auch ein Hundchen. Das sieht auch ganz nett aus. So die kleinen Pfotchen hinten so gedrungen. Aber als Menschenkind? Muss man mal kurz einen Schluck nehmen. Entschuldigung, Gesundheitsladen. Mit dem hüstelnden Vorträger. Also, ich sagte ja schon, das Schweinefleisch oder sonstiges Fleisch essen lässt die Körper dieser Menschen so aussehen wie die Tiere, die sie vor dem verdrückt haben. Ich habe hier die Namen mir notiert, aber ich lasse die Namen mal weg. Soll ich denn wirklich sagen, Merkel, Nahles, Leuthäuser, Schnarrenberger und alle die da in dieser Regierungsriege saßen und diese Deutschen nach außen vertraten. Das sind Repräsentanten als Plumpsäcke. Was haben wir das verdient? Ja, offensichtlich ja, wir haben sie ja gewählt. Ne? Solche Gestalten, dass die da nicht wenigstens in irgendeinen, weiß ich auch nicht, aber in irgendeine Fitnessstudio mal gehen und diesen Plumpskörper, der, wenn also der Bauchring dicker ist und weiter als der Busen, weißt du, dann als Mann, tut mir leid, ja, habe ich überhaupt nichts mit dem Sinn. Also, Kerle, die fett sind, da laufen ja genügend rum, ohne Zweifel. Es sind 2/3 der Menschen sind zu fett, Männlein und Weiblein. Kosten ohne Ende, verursachen Kosten ohne Ende. Sind krank, unglücklich, fressen immer mehr, frustriert, am Ende landen sie in irgendwelchen Kliniken. Ja, kosten noch mehr Geld. Beispiele ohne Ende, wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Versucht vernünftig in Zukunft zu essen und zu trinken und mach nicht Kartoffelsuppe, Angela, oder was es da gibt. Es ist also, wenn man das hört. Ich würde vorschlagen, bei der nächsten Sitzung gibt es Karottensaft und da werde ich mal ein bisschen was zu vorlesen. Am besten den Karottensaft aus meinem Buch. Die Manhattan-Safttherapie. Ja? Karottensaft. Ich bin ja nur der Apostel des Dr. Norm Walker, aber ich habe es wenigstens übersetzt und hoffentlich fehlerfrei übersetzt, zumindest vom Inhalt her, die entscheidenden Punkte. Ich lese also vor. Je nach der Verfassung eines Menschen kann Karottensaft unbegrenzt lange in jeder vernünftigen Menge getrunken werden. Von einem halben Liter bis zu einem Liter bis 2 Liter täglich oder auch mehr. Er trägt zur Normalisierung aller Körperfunktionen bei. Er ist eine der besten Quellen für Vitamin A, das der Körper rasch aufnehmen kann, und enthält auch reichlich Vitamin B, C, D, G und K. Er regt den Appetit an und ist eine gute Verdauungshilfe. Karottensaft hilft, die Knochenstruktur und die Zähne zu erhalten. Stillende Mütter sollten viel richtig gepressten rohen Karottensaft trinken, um die Qualität ihrer Milch zu verbessern, da Muttermilch unter bestimmten Umständen nicht genügende lebendige Wirkstoffe enthalten kann. Während der letzten Schwangerschaftsmonate kann Karottensaft die Gefahr von Kindbettfieber nach der Geburt reduzieren. Ein 1/2 Liter Karottensaft täglich hat einen größeren Wert für den Körper als 25 Pfund Calciumtabletten. Karottensaft ist ein natürliches Gegenmittel für Geschwüre und Geschwulste. Er erhöht sehr die Widerstandskraft gegen Infektionen. Karottensaft verhindert Augen- und Halsentzündungen, wie auch Entzündungen der Mandeln, der Nebenhöhlen und der Atemorgan im Allgemeinen. Er schützt ferner das Nervensystem und ist ein unerreichtes Kräftigungs- und Vitalisierungsmittel. Darm- und Lebererkrankungen sind manchmal auf einen Mangel an gewissen Mineralstoffen zurückzuführen, die in rohem Karottensaft enthalten sind. Es kann eine bemerkenswerte Reinigung der Leber eintreten und Sie können feststellen, dass die Substanzen, die die Leber verstopfen, sich auflösen.
Häufig werden aber diese Stoffe in so reichlichem Maße freigesetzt, dass die Darm- und Harnkanäle diese Ausscheidungsmenge nicht bewältigen können und werden dann an die Lymphe weitergeleitet und durch die Hautporen aus dem Körper ausgeschieden. Diese abgelagerten Substanzen haben eine orange oder gelbe Färbung und während sie aus dem Körper ausgeschieden werden, verfärben sie manchmal die Haut. Immer wenn eine solche Verfärbung nach dem Trinken von Karottensaft oder auch anderen Säften eintritt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Leber eine dringend notwendige Reinigung erfährt. Nicht der Karottensaft selbst und auch nicht das Karotin kommen durch die Haut, denn diese Verfärbung tritt selbst dann ein, wenn man den Saft so weit filtert, dass er frei von allen Farbstoffen ist. Weder der Karottenfarbstoff selbst noch der rote Farbstoff von roter Beete kann durch die Haut dringen und den Körper rot färben. Auch Chlorophyll von grünem Gemüse und Salaten kann die Haut von innen heraus niemals grün färben. Es ist auf jeden Fall besser, eine gesunde, samtene Haut zu haben, auch wenn sie einen leichten Karottenfarbton hätte, als die blässe Gesichtsfarbe, die blässliche Gesichtsfarbe, die zusammen mit ihren Pickeln und anderen Hautfehlern den schlechten Gesundheitszustand des Körpers zeigen. Beunruhigen Sie sich nicht über das eventuelle Auftreten einer Hautverfärbung, die auf jeden Fall wieder verschwindet. Seien Sie dankbar dafür, dass eine weitere Beeinträchtigung der Leber durch das Trinken dieser Säfte aufgehalten bzw. verhindert wurde. Die mögliche Verfärbung ist jedoch etwas geringer, wenn Sie den Reinigungsprozess verlangsamen, indem Sie auf andere Säfte überwechseln und diese dem Karottensaft hinzufügen. Mangel an ausreichender Ruhe und an Schlaf sowie Überarbeitung kann ebenfalls zu einer gewissen Hautverfärbung führen. Die endokrinen Drüsen, vor allem die Nebennieren und die Keimdrüsen, benötigen Nährstoffe, die man im rohen Karottensaft findet. Manchmal hilft Karottensaft bei Unfruchtbarkeit. Die Ursache der Unfruchtbarkeit ist unter anderem auf den ständigen Verzehr von Nahrungsmitteln zurückzuführen, in denen die Vitalstoffe, besonders die Enzyme, durch Kochen oder Pasteurisieren zerstört wurden. Trockene Haut, Dermatitis und andere Hautkrankheiten sind auf den Mangel an Nährstoffen zurückzuführen, die im Karottensaft enthalten sind. Dieser Mangel spielt auch eine Rolle bei Augenproblemen, Augenentzündung, Konjunktivitis und so weiter. Wenn man Karottensaft aus frischen Karotten guter Qualität richtig presst, ist er reich an Natrium und Kalium. Er enthält ferner Calcium, Magnesium und Eisen, während die gleichfalls enthaltenen Elemente Phosphor, Schwefel, Silizium und Chlor die Wirkung auf den menschlichen Körper in idealer Weise vervollkommnen. Als wahres Wunder wirkt Karottensaft bei der Autolyse von Geschwüren. Selbst bei Krebs hat sich roher Karottensaft als wunderbares Hilfsmittel erwiesen. Ich weise nur auf mein Büchlein Das Wunder von Sylt hin. Es ist jedoch unerlässlich, dass der Karottensaft richtig gepresst wird und dass alle konzentrierten Zucker, Stärke und Mehlprodukte aus der Ernährung verbannt werden. Als besonders heimtückische Ursache von Geschwüren und Krebs sind Groll, Angst, Ärger und Stress über einen langen Zeitraum hinweg anzusehen. Wenn solche negativen Gefühle nicht völlig ausgeräumt werden, helfen ansonsten wirksame Bemühungen auch nur wenig. Wenn Sie größere Mengen Karottensaft getrunken haben, kommt es manchmal vor, dass Ihr Körper in der einen oder anderen Weise reagiert. Vielleicht verspüren Sie sogar Unbehagen. Dies ist eine ganz natürliche Folge, denn es ist ein Anzeichen dafür, dass Ihr Körper mit dem Großreinemachen begonnen hat und den Saft als dringend benötigtes Mittel verwendet. Ziehen Sie nicht den Schluss, dass Sie den Saft nicht vertragen. Karottensaft ist das allerbeste organische Wasser und die beste Art von Nahrung, die Ihr Körper braucht. Wenn der Saft frisch ist und richtig gepresst wurde, gibt es nichts Besseres, das Ihnen die notwendigen Vitalstoffe und das lebenswichtige organische Wasser für Ihre Zellen und Ihr Gewebe liefern kann. Ich trinke mal die Mischung, die ich habe. Ah, wunderbar. Die Zugabe von etwas roher Ziegenmilch oder reiner Sahne von Rohmilch gibt dem Karottensaft einen etwas exotischen Geschmack und stellt für manchen eine Abwechslung dar. Dabei muss erwähnt werden, dass Sahne einfach ein Fett ist, während Milch ein konzentriertes Eiweißprodukt ist. Sahne wird in unserem Körper ganz anders verdaut als Milch. Obwohl auch Sahne bis zu einem gewissen Grade schleimbildend ist, gehört sie nicht in die gleiche Gruppe schädlicher Nahrungsmittel wie Tiermilch.
Wenn Sie von Müdigkeit, Stress oder nachlassender Leistungsfähigkeit betroffen sind, sollten Sie an Ihren Dickdarm denken, der vielleicht für Probleme und Schädigungen in Ihrem Körper verantwortlich sein kann. Nach Dr. Walkers Erfahrung ist es völlig unmöglich, dass ein Dickdarm gesund bleibt und richtig arbeitet, wenn Sie hauptsächlich oder gänzlich von gekochten und verarbeiteten Nahrungsmitteln leben. Die erste Maßnahme zur Darmsanierung bei Stress und Leistungsrückgang ist eine Reihe von Darmspülungen oder zumindest eine Anzahl von Einläufen. Die beste Nahrung für den Dickdarm ist eine Mischung aus Karotten und Spinatsaft. Denken Sie daran, dass die Säfte, die der Körper braucht, von ihrer Qualität abhängig sind. Gewöhnlich benötigt der Körper viel größere Mengen an Säften, wenn diese mit Entsaftern hergestellt werden, die mit Zentrifugalkraft arbeiten. Viel besser sind Entsafter, die die Fasern zunächst aufreißen und dann wie eine hydraulische Presse arbeiten, wie zum Beispiel der Champion-Entsafter. Seien Sie sich folgender Tatsache stets bewusst. Säfte sind die allerbeste Nahrung, die Sie bekommen können, und wenn Sie diese regelmäßig trinken, solange Sie leben, dann haben Sie gute Aussichten, ein gesünderes Leben zu führen und länger zu leben, als Sie ohne Säfte leben würden. Karottensaft setzt sich aus einem Vitalstoffgemisch zusammen, das den ganzen Körper aufbaut und ihm dabei hilft, sowohl sein Gewicht als auch sein Gleichgewicht zu erhalten. Er ist vor allem auch eine gesunde Nahrung, eine gute Nahrung für die Sehorgane. Bei Untersuchungen der Sehkraft von Marine- und Fliegeranwärtern in den USA wurde bei Bewerbern mit, schon wieder USA, nicht? Okay, aber das ist ja nun mal, der Walker ist ja auch aus Amerika in den 30er Jahren bis in den 80ern des letzten Jahrhunderts, mit ungenügender Sehkraft festgestellt, dass bei täglich reichlich frischem Karottensaftgenuss die erforderliche perfekte Sehfähigkeit wieder erreicht wurde. Nicht weniger wirksam ist frischer Karottensaft bei der Behandlung von Geschwüren und von Krebs. Gewebe, die von diesen heimtückischen Zerstörungen ausgezehrt wurden, konnten durch reichliches Trinken von Karottensaft als Ergänzung einer sorgfältig ausgewählten und zubereiteten Rohkost wieder in einen besseren Zustand gebracht werden. Der Laie ist beim bloßen Gedanken an dieses Leiden gewöhnlich von Scheu und Furcht ergriffen und steht vor einem Rätsel. Und doch sind ihre Ursache und ihre Entwicklung leicht zu verstehen. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Geschwüre und Krebs nur von körperlichen Mängeln herrühren. Wie bereits aufgezeigt, können diese Krankheiten und viele andere natürlich auch sehr wohl auf eine lebenslange negative Einstellung zurückzuführen sein, auf Stress als Folge von Gemütszuständen wie Eifersucht, Furcht, Hass, Sorge, Frustration und anderen unbestimmbaren Fehlhaltungen. Diese Zustände müssen aufgelöst und gebannt werden. Trotzdem ist auch falsche Ernährung ganz sicherlich eine Mitursache. Beim Mangel an lebendiger Nahrung kommt der Körper aus dem Gleichgewicht. Andererseits muss der Körper von Abfallstoffen gereinigt werden, damit die entstehenden Gifte ausgeschieden werden und die Heilprozesse nicht stören. Je früher wir erkennen, dass kein einziges Organ im menschlichen Körper ohne Beziehung zum Körper als Ganzes arbeitet, desto früher sind wir imstande, die Funktionen unseres Organismus zu verstehen. Wir wissen nicht, welche Art von Intelligenz die verschiedenen Teile des menschlichen Organismus besitzen oder auf welche Weise sie arbeiten. Aber wir wissen, dass sich eine innere Intelligenz ständig darum bemüht, jede Drüse, jeden Knochen, jeden Nerv und jeden Muskel unseres Organismus zu schützen, trotz allem, was der Mensch aufgrund fehlenden Wissens unternimmt, um sich durch die Nahrung, die er isst, selbst zu zerstören. Also das ist in diesem Büchlein Manhattan-Safttherapie aus den Worten des Dr. Norman Walker, übersetzt vor Jahren, kann man immer nur wiederholen. Da ist alles drin, da ist alles dran, Karottensaft ist die Basis. Und wenn man dann sich intensiver damit befasst, mit Safttherapien, dann kann man eben sogar Krankheiten damit heilen. Aber wir wollen ja gar nicht erstmal krank werden, das ist ja das Tolle. Ja? Okay, nun hat der eine oder andere Wehwehchen durch Unfälle und so weiter, das ist dann problematisch, aber wenn man die Säfte dann hat, ist der Heilungsprozess ein ganz anderer und ein schnellerer und man wird sich wundern, wie herrlich und wie schnell man wieder auf die Beine kommt. Also, was haben wir noch zu sagen? Das Schweinchen wird demnächst eine Vereinigung erfahren mit dem Schweinchen aus dem Gasthaus hier im Orte. Dann wollen wir schauen, was zu Weihnachten zusammenkommt und dann kommt die dicke Bertha. Ja, und wird dann wieder versandt gen Süden.
Und das ist ein ganz anderer Transport, als wenn wir den auf der Autobahn sehen, wenn da so Viehtransporter sind und die netten kleinen Schnuckelnäschen gucken dann da durch und suchen nach Sauerstoff, nicht? Und da fährt man dann auf der Autobahn dran vorbei und hat dann keine schlechten Gedanken dabei, nicht? Dass die jetzt zum Schlachthof fahren, nicht? Man fährt vorbei und isst dann im nächsten Gasthaus wahrscheinlich sein Schweineschnitzel, nicht? Vielleicht sollten wir das alles überdenken, nicht? Okay. Was ist noch zu sagen? Die Uhr ist gelaufen, die habe ich hier hingestellt. Das Unterseeboot, heute ist ohne Musik. Der Jaguar steht da oben und wacht über mich. Ja? Da bewacht er einen Teil meiner geschriebenen Bücher. Alle sind es ja nicht. Es müssten ja 500 Stück stehen. Das wäre ja Wahnsinn. Warum soll ich denn meine einzelnen Bücher für die einzelnen Krankheiten, das sind ja die Bücher, also will da gar nicht protzen, nicht? Aber warum soll ich die da alle hinstellen? Das wäre ja nicht nötig. Wenn der eine oder andere eben nur die eine oder andere Krankheit eben auch beseitigen möchte, gibt es, richtig gucken, die Nummer 40 und 41 in Englisch oder Deutsch, Nummer 40, steht alles drin. Die Internetseiten funktionieren, Shop funktioniert. Also, auch wenn wir mit jedem Klick im Internet den Burschen da drüben in Amerika noch mehr liefern, was habe ich denn als Osterhase schon vor Jahren erzählt? Anderthalb Jahre ist doch her, ist es zwei Ostern oder was ist es her? Wo ich doch da so ein paar wenige Minütchen im Kostüm des Osterhasen sagte, müllt sie voll, mehlt sie voll, damit ihre Speicherplätze zerbersten. Haben wir offensichtlich nicht geschafft. Wir müssen noch mehr mehlen. Lass sie doch alle, ist doch wurscht. Mich betrifft das ja so in dieser Form so gar nicht. Sie können doch gucken, bin ich doch gewohnt. Als Unternehmer bin ich das gewohnt. Die geistige Frische haben die schon vor 30 oder wie viele Jahren nicht gehabt, diese Leute. Die waren schon immer krank und arm, die da oben. Bin als Unternehmer abgehorcht worden, halbes Jahr lang, weil im Gebäude meiner Firma jemand war, der irgendwie mit Drogen vermeintlich handelte. War wohl nicht so, aber in dem Haus, da hat man mich morgens, weil ich gearbeitet habe wie ein Bekloppter, von früh bis spät, da habe ich die gezwungen, dass sie schon manchmal um 2, 3 oder 4 Uhr nachts dort auf dem Parkplatz uns gegenüber abhörten. Halbes Jahr. Da hat es NSE noch nicht gegeben. Da gab es RAF. Da waren die genauso hysterisch im deutschen Land. Also, die da oben, sorry, die glauben, uns kontrollieren zu müssen, die wundern sich, dass andere sie jetzt auch mal ausspähen. Da kann man doch nur drüber lachen. Ne? Also, theoretisch sollte man mal die Leute da mit der weißen Weste vorbeischicken. Aber das lassen wir mal erstmal heute. Es ist ja ein persönlicher Gesundheitstalk gewesen. Karottensaft ist die Basis, würde ich mal sagen. Und dann alles andere drumherum, was noch an Mängeln in den Menschen und im Hirn zu steckt. Das war's eigentlich für heute. Ich trinke auf das Wohl derer, die mir zugeschaut haben. Morgen der 6. Kärntner Saftladen mit einer Schaltung wieder nach China. Ich hoffe, das klappt alles. Und mal schauen, ob auch noch eine Schaltung hier intern klappt. Aber werden wir sehen. Abenteuer ist ja auch ein bisschen Spaß, nicht? Und manchmal ist es besser, wenn die Person, die geladen ist, eben nicht anruft. Ja, also in diesem Sinne, einen schönen Abend. Ich hoffe, ich bin diesmal im Empfang okay. Ich hoffe, dass das Licht, ich habe es vor dem getestet, hell genug ist. Und ich werde es ja gleich sehen, wenn ich dann die Sache bearbeite und in harter Arbeit zu YouTube stelle. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.